Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Victoria. Ich bin euer Odo und begrüße euch wieder bei Österreich. Wir haben bei unserem letzten Video eigentlich nicht viel gesehen, weil nachdem wir gegen Preußen gewonnen haben, haben wir uns hauptsächlich darum gekümmert, dass unsere Wirtschaft halbwegs anspringt, unsere Alphabetisierung und unsere Forschungsrate steigt. Wir sind jetzt über 16 mittlerweile. Wir schauen mal nach, wie das denn ausschaut mit den Geistlichen. Wir sind bei denen da auch schon auf 2,9%. Ein bisschen warten wir noch auf 3% drauf circa. Sollte eigentlich auch mit unserem, durch unseren Haushalt insgesamt etwas besser gehen, durch das wir 95% der Ausgaben auf die Bildung setzen. Das heißt, dass das Gehalt für die Lehrer relativ hoch ist. Wir haben zwar relativ hohe Steuern, das kann man jetzt nicht anders lösen. Die Alternative wären Zölle, aber Zölle will ich echt nicht einführen. Das ist nicht gut für die Bevölkerung. Die mögen es erst gar nicht. So, und eine neue Forschung, die mechanische Produktion. Das sollte unsere Fabriken besser machen. Jetzt werden wir als nächstes mal tatsächlich eine. Ich will die schon auch haben. Aber ich glaube, wir werden trotzdem zunächst einmal Vorderlader machen. Dann können wir nämlich Pioniere bauen. Ich hätte ganz gerne meine Armee noch mit Pionieren ausgerüstet. Außerdem geht das relativ schnell. Da sind wir im Mai 1847 fertig. Das heißt, es dauert nur noch ein Jahr. Also Skandinavien. Hannover hat die Beziehung zu uns verbessert. Das finde ich gut. Hannover wollen wir in unsere Einflusssphäre aufnehmen. Hannover ist ein sehr großer Staat hier. Wenn die in unserer Einflusssphäre wären, das wäre super. Würden uns einiges bringen, würden uns auch Industriestärke ein wenig liefern. Wir werden hier weiter die Eisenbahnen fördern. Das kommt billiger, als wenn wir sie selber bauen würden. Wir haben irgendwie nicht das Geld dazu, sie selber zu bauen. Gut, sehr gut. Wolle, Seide und Stoffproduktionsleistung steigt. Gut. Das ist unsere letzte Maschinenforschung. Die war aber sehr großartig. Politikmäßig werden wir auch relativ bald was machen können, glaube ich. Denn die Liberalen werden immer stärker. Wir sind schon 28% Liberale. Bei einer Militanz ist das immerhin 33,7%. Naja, fehlen uns noch 17%. Nein, nicht Typhus. Noch allerdings. Quarantäne. Die Leute mögen es zwar nicht, aber wir werden nur weniger, weniger. Wir werden nur weniger, weniger. Ich bin mir nicht sicher, ob der österreichische Staat so großartige, wie sagt man, Entscheidungen getroffen hat in dieser Zeit wie ich jetzt. Oh, mich macht das ganz fertig, wenn da Zahlen stehen. Dabei sagen diese Zeitungen genau gar nichts aus. Kann man die abdrehen irgendwie? Frage ich mich gerade. Nein, schaut nicht so aus. Komitee für die Unabhängigkeit Polens. Spinnen die? Haben sie sie nicht mehr alle? Alle Polen in unserem Land bekommen zwei Militanz dazu. Das ist schrecklich. Da gibt es ja ur viele davon. Das ist ja irre. Und noch eine Webmaschine. Mehr Wolle und Baumwollindustrie. Gut, ich glaube, Wolle haben wir jetzt gar nicht so viel bei uns. Da vielleicht, ja, da in diesen Gebieten. In diesen unterentwickelten. Oder Stofffabriken eigentlich. Das wäre was. Hier eine Stofffabrik. Kostet uns 9000. Wir haben schon kein Geld mehr für diese. Wir haben schon kein Geld für Eisenbahnen. Dann sollen wir auch Fabriken auch noch bauen. Das ist alles mühsam. Wieso verdienen wir so wenig Geld? Vielleicht sollten wir auch in Handelstechnologien investieren. Noch mehr Woll- und Viehproduktionsleistung. Na, jetzt geht's rund.
Frankreich, Spanien, Frankreich, Spanien. Lauter Dinge, die uns nicht interessieren, die wir aber trotzdem lesen müssen, weil manchmal ja doch irgendwas Interessantes passiert. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere Truppen mal voll ausgerüstet hier. Die wollen wir noch ausrüsten. Das heißt, da geben wir das weg. Da sammeln wir. So, was suchst du? Infanterie und zweimal Artillerie. Na, schauen wir mal. Na, die heben wir uns noch auf. Oh, das sind auch Süddeutsche. Mal schauen. Süddeutsche, Süddeutsche, Süddeutsche. Wir haben alle nicht Süddeutschen aufgebraucht. Na gut. Artillerie. Artillerie. Militante Artillerie bauen wir da dazu. Denen fehlt halt noch was. Gut. Wir haben 10 Jahre circa gespielt. Ah, wir sind noch unter Konkursverwaltung. Mist. Wir dürfen noch keine Schulden machen. Ja, jetzt geht's, ist eh klar. Vielleicht 91%. Ich glaube, man muss nur über 90% sein, damit sie einen Bonus kriegen auf Wachstum. Säkularisation, sehr gut. In Österreich ist das eh wichtig. Noch einmal plus 5% Pluralität und noch einmal ein kleiner Schub für unsere Wissenschaftsleistung. Und damit sind wir schon am 1. Mai fertig. Gut. Da haben wir jetzt auf 3% Geistliche, dann geben wir die da weg und machen uns in Transdanubien noch einmal Geistliche, da sind wir schon auf 2% schon an. Machen wir trotzdem noch ein paar dazu. 3% wäre ganz okay. Muss ein bisschen schneller spielen, sonst ist das für die Leute, die zuschauen, ein bisschen langweilig. Für mich ist es ja ganz okay, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen mir genau anschaue. Aber die Zuschauer hier sind möglicherweise nicht ganz so begeistert von meiner Begeisterung für diese Kinkerlitzchen. Eisenbahnen. So, na, langsam wird es ja schon. Ungarn wird schon beeisenbahnt. Wow, plus 1,38% Liberale, das ist ja mal ein Schub. Das finde ich ja beinahe großartig. Na, die. Wie sagt man? Unsere Investition in diese Kulturtechnologien hat sich bezahlt gemacht. Die Pluralität und das große Bewusstsein erhöht meine Chancen auf Liberale. Normalerweise ist es recht schwer, Liberale zu bekommen, wenn man sehr erfolgreich im Spiel ist. Die Leute neigen dann zu Konservativismus und reaktionäres Verhalten. Was haben wir da? Wow, Republikaner. Die wollen doch nicht etwa Deutschland gründen. Na, wenn Frankfurt Deutschland gründet, das wäre lustig. Dann wäre das ein Mini-Deutschland. Wer weiß. Nicht, dass ich
Preußen dann anschließt. Das wäre natürlich sehr lustig. Das kommt schon mal vor, dass man schon mal in Italien passiert, dass Luca Italien gegründet hat. Das war dann ein Provinz Italien. Mehr Generäle. Und da sind wir jetzt zufrieden. Beziehungen verbessern. Da auch. Skandinavien, Beziehungen verbessern. Preußen hat uns schon überholt. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Die machen so schnell Industrie, das ist echt fies. Ja. Und noch mehr Wolle und Seide, Produktionsverbesserung. Das ist eh gut, Seide vor allem. Brauchen wir eh für unsere Luxuskleiderfabriken. Noch einen General dazu. Wir sollten das Geld weniger in die Verbesserung da investieren, aber das ist so viel billiger, als wenn ich es selber machen würde. Können wir verbessern. Brasilien. Sind wir vertraut. Sehr gut. Und wir können Pioniere bauen. Gut, zurück zur Kultur und zur Industrie. Auswechselbare Teile. Dann könnten wir Werkzeugmaschinen erforschen. Oder Staat und Regierung. Das brauchen wir sowieso später auch. Für Kolonialisierung. Wir wollen es noch nicht übertreiben mit dem Kolonialisieren, aber wenn es geht, geht's. Außerdem Nationalismus und Imperialismus. Ah, und ein nationaler Fokus. Na, teuer, 11.400. Brauchen wir da irgendwas? Ja, Eisendampfer brauchen wir irgendwann nochmal. Für den Suezkanal. Staat und Regierung oder da was? Rheinkohle könnte man eigentlich auch machen, das ist recht günstig. Und verbessert unsere Produktion, das wird unsere Wirtschaft auch erhöhen. Gut, schauen wir mal, wie lange Preußen braucht, um die norddeutschen Staaten wieder einzufangen. So, wir können jetzt Pioniere bauen. Süddeutsche, naja. Da ist noch ein Tscheche. Tschechischer Pionier. Ah, und brauchen wir noch eine Infanterie. Pionier. Auch noch einen Pionier, passt. Schaut gut aus. So. Wow, so viele verdammte Meldungen, die mich nicht interessieren. Das Problem ist, es geht dann immer die Meldung unter, die mich interessiert. Hey, wir können Maschinenteilefabriken bauen. Nicht nur haben. Apropos, haben wir da vielleicht keine Maschinenteilefabrik? So Schlesien. Nein, die ist tatsächlich weg gewesen, nachdem wir sie erobert haben. Nur weil wir sie nicht haben dürfen. Grrr. Das ist eine Frechheit.
Wusste ich doch, dass ich irgendwas nicht gesehen habe. Oh, wir haben schon wieder so wenig Geld. Ah, das geht alles so langsam. Gut. Frankreich Honig ums Maul schmieren. Oh, eine Dreschmaschine. Früchte, Getreide und Tee. Na gut, Tee ist uns egal, aber Früchte und Getreide sind schon wichtig. Honig ums Maul schmieren, nicht mit den Franzosen. Dem Skandinavien. Schaut euch das an, wie Preußen da durchzieht. So schwer kann man die gar nicht knüppeln. Steigen die wieder oben rein. Das ist so elend. Ein General dazu. Gut, aber unsere Militärmacht steigt ja auch. Es ist ja nicht so, dass die Preußen alleine stärker werden. Ja, vielleicht sollten wir auch mal in Schiffe investieren, irgendwann nochmal wieder. Kohle haben wir auch bald, 8. April. Oh, yay, unsere ersten Eisenbahnen. Hurra! So, eine exzellente Initiative. Die Alltagsbedürfnisse sinken. Das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Die Militanz steigt. Aber die landwirtschaftliche und Bergbaueffizienz steigt. Na klar. Was sonst? So, da haben wir jetzt schon 30 Maxeln. Sehr gut. Oh. Rebellenfraktionen, na sehr was. Preußische Befreiungsarmee. Oh. Super. Und die Polen. Die können wir nicht unterdrücken oder noch nicht unterdrücken. Die kosten zu viel. Das bedeutet aber, dass da. Ich habe es befürchtet. Mein erster Konflikt, der kurz davor im Aufziehen ist. Am Anfang sind diese Konflikte meistens noch relativ einfach zu abzuwenden. Aber wenn sich die Russen mit irgendjemandem verbünden, dann. Ach, auf das habe ich total vergessen. Baden. Exzellent. Dann kann ich wenigstens das da wieder nicht gründen. Gut, was haben wir dann noch alles? Kolumbien. Langsenken von Spanien. Sehr gut, aber ich glaube, das bleibt einmal. Oder? Na, okay, pfeif drauf. Machen wir später wieder.
Ich würde das ganz gerne unterdrücken. Wie schnell kriegen diese Punkte? Oh, monatlicher Zuwachs plus 0,29. Ist nicht allzu viel, aber was soll's. Und noch mehr. Noch mehr Liberale. Sehr gut. Mehr Liberale bedeutet. Puh, schon 30% Liberale. Das geht aber wirklich flott. Warum ist das nicht so schnell? Hey, Vorderladeaufrüstung, sehr gut. Immerhin. Komm schon, Frankreich, du magst uns. Die sind uns egal. Skandinavien ist sogar vor mir, das ist irgendwie irritierend. Ja, aber nur wegen ihrem Prestige. Die haben ja welches, nicht so wie wir. Grrr. Oh, wir haben eine neue Fraktion. Einen Haufen neue Fraktionen. Neue Parteien, die wir aussuchen können. Schauen wir mal. Sogar unsere Liberalen sind Interventionisten. Vielleicht sollten wir die wirklich nehmen. Die haben nämlich volles Bürgerrecht. Das macht unsere unterdrückten Einheiten glücklicher. Und Säkularisation und volles Bürgerrecht und Antimilitär, na super, Antimilitär. Vielleicht lassen wir die Neo-Absolutionisten. Oder gehen wir zu. Na, die haben auch Residenz. Da kann ich gleich bei den Reaktionären bleiben. Na, bleiben wir bei den Reaktionären dabei einmal. Was soll's? Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Gut, du hast deine Truppen aufgestockt, du hast deine Truppen aufgestockt. Gut, du brauchst jetzt Truppen. Hier gibt es noch Truppen, norditalienischer Pionier. Oh Gott. Ach, gib Pfeif drauf. Rheinkohle haben wir auch bald. Na bitte. Geht ja alles gut. Und wir produzieren jetzt auch Geld. Das bedeutet. Warte mal, hier haben wir noch gar keine Fabrik. Kann das sein? Leere Stadt zeigen. Wir haben in Venedig noch keine Fabrik und in Moldau. Sonst haben wir überall Fabriken, oder? Jep. Venedig haben wir gesagt, bauen wir eine Luxuskleidungsfabrik. Puh, 22.000 kostet die. Na, servus. Rheinkohle, das sollte uns auch mehr Geld bringen jetzt. Machen noch mehr Eisenbahnen. Nein, Staat und Regierung jetzt aber. Das ist gut für die Forschung und für die nationalen Foki. Oh, Mexiko und Kolumbien haben die wieder. Aktualisiert ein neuer Krieg zwischen USA und Mexiko. Na schau an. Mit Mexiko zu spielen muss auch sehr frustrierend sein. Vielleicht mache ich das mal. Mehr Generäle. Wir brauchen Generäle.
Gut. Ausbildung im Feld, Mobilisierungseffekt minus 5%. Na gut. Schauen wir mal. Die bauen noch immer. Na, immerhin. Langsam wird's ja. Au, ein diplomatischer Konflikt. Ich hab's befürchtet. Polen will sich abspalten von mir. Ha, aber keiner will es unterstützen. Das ist gut. Das freut mich. Wir müssen was gegen diese polnischen Nationalisten tun. In unserem Reich. Elende Nationalisten. Die wir nicht unterdrücken können, weil wir zu wenig Punkte haben dazu. Wozu habe ich eigentlich Reaktionäre im Staat, wenn sie mir sowieso nicht helfen? Damit. So, sobald wir das Geld haben, werden wir hier eine Luxuskleiderfabrik bauen. Und geschafft. Da mal eine Fabrik her. In Moldau wollen wir auch noch eine Fabrik bauen. Was gibt es denn dort in Moldau? Ist das der Moldau? Ach, das ist so eine mickrige Provinz. Was haben die dort? Kühe und Früchte. Wir könnten Konserven machen. Wie kostet denn so eine Konservenfabrik? 12.000. Na, ist okay. Das machen wir noch, die Konservenfabrik. Dann haben wir in jedem Staat eine Fabrik, zumindest einmal angedacht quasi. Wir haben jetzt fünf fast vollständig ausgebaute Armeen. Da fehlt uns noch ein Pionier. Wir haben zwar da ein bisschen Probleme, weil wir fast keine Leute drinnen haben. Das heißt, die müssen wir dann bald ersetzen, irgendwann einmal. Das ist das nächste, was wir machen werden, sobald da die Militärstärke wieder etwas stärker wird. Okay, gegen Luca hätten wir einen Kriegsgrund. Das interessiert uns natürlich nicht, weil die sind in unserer Sphäre. Hurra, schaut's an. Unsere ersten Eisenbahnen entstehen. Na, schaut schon ganz gut aus. Es fehlt eigentlich nur noch da in Italien. Ach, und in Moldau. Oh, Moldau wollen sie eine Düngerfabrik bauen. Oh, ja, wieso nicht? Warum nicht? Es gibt Schlimmeres. Tief und gierig bohren. Wir bohren immer tief und gierig. Pfeif auf die Militanz. So, sehr gut. Und in Lombardei kriegen wir auch eine Eisenbahn. Vielleicht irgendwann einmal. Lombardei und Venetien fehlen uns noch die. Und da auch noch ein Stück. Na ja, gut. Und Schlesien und Venetien fehlen uns noch. Fehlen uns noch einige Eisenbahnen. Das ist uns sehr recht. Oh.
Schlesien, warum ist die Typen auch noch eine Fabrik hin? Und noch einmal ein plus 1,1% Liberale. Wenn das so weiter geht, haben wir 1860 eine liberale Regierung. Nicht schlecht. So, an dieser Stelle, meine Herrschaften, werde ich euch wieder verlassen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.